freut mich wirklich sehr, dass ich euch heute verkünden darf, dass der alljährliche Adopt-Me-Ball ansteht. Oh mein Gott, Baby Claudio, glaubst du, dass wir auch eingeladen wurden? Was ist mit meiner Einladung? Die wurde, glaube ich, vergessen. Ist das wirklich gerade Ihr Ernst? Hey Leute, was geht? Mama Dania hier in Adopt-Me-City. Und Leute, ich stehe voll auf in meiner Rolle als Mutter. Ich mache gerade schön Frühstück für Julie und die schläft noch, aber ich werde sie dann gleich mal noch wecken gehen, weil die muss ja pünktlich in die Schule heute. Baby Claudio hat schon angerufen und gesagt, dass er sie gerne abholen möchte und da freue ich mich natürlich, weil alleine will ich Julie eigentlich nicht immer in die Schule gehen lassen, aber wenn Claudio sie abholt, dann sind die beiden zusammen unterwegs und dann fühle ich mich bei beiden irgendwie sicher, dass das in Ordnung ist. Ich weiß auch, dass sie mit einem Freund unterwegs ist und das macht mich dann richtig happy. Deshalb muss ich mich jetzt... Oh, ich kann doch nicht einfach Julis Frühstück essen. Ups. Ich glaube, dann mache ich gleich mal noch einen Donut. Jetzt habe ich einfach Julis Donut angeknabbert. Ich hoffe, sie nimmt mir das nicht übel. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Baby Claudio holt Julie ab. Dann gehen die beiden heute in die Schule und ich hoffe, das läuft jetzt endlich mal besser, weil Julie hatte ja jetzt letzte Woche ganz arg wieder Probleme mit diesem Typen da bei sich in der Klasse, der sie da so richtig übel geärgert hat. Und ich sage euch eins, wenn Julie mich nicht darum gebeten hätte, dass ich nichts zu ihm sage, dann sage ich euch, Leute, ich sag's euch, wie es ist. Der wäre mitsamt seinen Sachen, wäre der aus Adopt-Me City rausgeflogen. In einem hohen Bogen. Da hätte ich gemacht Schnipp und dann wäre er geflogen. Geflogen wäre der bis zur Royal High, ich sag's euch. Ich sag es euch. Und auch, es gab einen Flugzeugabsturz. Habt ihr davon gehört? Das war ein Flugzeug, das war eigentlich unterwegs nach Adopt Me City und das ist einfach abgestürzt. Irgendwo mitten über dem Ozean. Total krass. Also ich sag's euch, die Neuigkeiten letzte Woche. Das war so heftig, ich war jeden Tag nur am Zeitung lesen. Aber jetzt gehe ich erstmal kurz Julie wecken. Hey Leute, vielleicht kennt ihr das Roblox-Star-Programm. Da sind wir auch Teil von. Ihr könnt einfach, wenn ihr sowieso schon Robux kauft, nachdem ihr das Einverständnis eurer Eltern bekommen habt, hier klicken, den Code Spiel mit eingeben, den hinzufügen und dann unterstützt ihr uns. Morgen. Oh, ich glaube, ich rieche... Ich rieche Donuts! Donuts zum Frühstück, das ist ja der Wahnsinn! Guten Morgen, Mama Dania! Hast du etwa schon Donuts gemacht? So könnte ich jeden Tag aufwachen! Vielen Dank, Mama Dania! Danke, 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 danke! Ja, es gibt Donuts zum Frühstück, meine liebe Julie. Hau dir den gleich mal rein. Claudio kommt gleich, um dich abzuholen. Und dann geht ihr heute bitte zusammen in die Schule. Der hat angeboten, dass das jetzt immer so läuft. Und dann mache ich mir auch nicht so viele Sorgen. Du weißt, dieser eine Dude, der dich da so geärgert hat, das beschäftigt mich immer noch sehr. Und ich will nicht, dass du alleine dahin gehst. So, aber jetzt gibt's erstmal Frühstück. Dankeschön, Mama Dania. Oh, lecker. Oh, das schmeckt ja wirklich großartig. Also ich sollte wirklich unbedingt öfter so einen Donut zum Frühstück essen. Ich glaube, ich esse schon jeden Tag Donuts zum Frühstück. Also ich finde das übrigens toll, dass Baby Claudio mich abholt, weil dann habe ich wirklich nicht so viel Angst. Mama Dania, kannst du bitte rausgehen? Ich muss mich noch fertig machen für die Schule. Und du störst. Ja, so schnell kann das gehen. Dann lass dir deinen Donut noch schmecken und mach dich fertig. Aber denk dran, Baby Claudio kommt gleich. Ups. Okay, Tür ist zu. Danke. Na, dann werde ich mal warten, bis Baby Claudio kommt. Vielleicht hat er ja auch noch nichts gefrühstückt. Und Julie macht sich jetzt erstmal fertig für die Schule. Baby René, ich kann jetzt nicht mit dir spielen. Nein, ich muss Baby Julie abholen gehen. Ja, ja, wir sehen uns. Bis dann, Baby René. Ich muss jetzt in die Schule. So, Baby René war jetzt, stand da. Ach, hi, Leute. Baby René stand dort drüben, wir haben ein bisschen gequatscht, aber ich habe völlig vergessen, dass ich Baby Julie abholen wollte eigentlich. Wir müssen ja gemeinsam in die Schule gehen, weil ich habe Mama Dania versprochen, dass ich jetzt Baby Julie immer zur Schule bringe, weil ich passe ein bisschen auf sie auf und Baby Julie ist ja doch nicht so nervig wie gedacht. Jetzt muss ich nur Mama Danias Haus finden. So, ach, hier wohnt Mama Dania, so. Hier steigen wir ab. Oh, ich muss einfach mal ein anderes Fahrzeug raus. Und welches nehme ich denn? Ich glaube, ich nehme den Eiswagen, der ist doch cool. Klopf, klopf, hallo, die Tür muss aufgeschlossen werden. Ah, ich glaube, Claudio ist da. Hallo, ja, Claudio, endlich! Claudio, komm rein. Ich komme rein. Schön, dass du da bist. Also, es ist wirklich runter. Es ist wirklich nett von dir, dass du Julie abholst, Claudio. Hast du schon was gefrühstückt? Ich habe tatsächlich auf dem Weg hierhin einen Donut gegessen. Ein Donut, okay, das reicht ja eigentlich als Frühstück. Ja, genau. Ansonsten kannst du dir auch noch was nehmen. In der Küche liegen auch noch Donuts. Oh, gerne. Also, gratis ist immer gut. Warte, ich nehme mir... Was kann ich mir mitnehmen? Ich sag Julie kurz Bescheid, dass du da bist, ne? Dann, ja. Dann...
Freunde, ich muss mir jetzt nur noch die Donuts alle verstauen. Julie, Schatz, Baby Claudio ist da. Okay, Mama Daniel, komm gleich. Los, Baby Julie, beeil dich. Oh, noch eine Pizza. Ich kann ja die Pizza in meinen Rucksack stecken. Ich meine, das ist doch ganz praktisch. Da muss ich keine kaufen. So noch ein Donut für zwischendurch. Ich meine, das ist schon praktisch. So, auf, ich muss das nur noch aufessen. Ich würde sagen, eine Runde schwimmen kann ich auch noch in der Zeit, wo Mama Daniel und Baby Julie, also wo Baby Julie sich fertig macht. Ich glaube, sie braucht noch ein bisschen. So, ich schwimme mal hier eine Runde. Schaut mal, Baby Claudio nutzt das doch voll aus. Mann, so einen Riesenpool hätte ich auch gerne. Aber ich wohne ja leider nicht bei Mama Daniel. Also Mama Daniel hat mir keinen Platz hier angeboten. Das ist eigentlich nicht so cool. Ich meine, Baby Julie wohnt hier. Warum darf ich nicht hier wohnen? So, und ich bin fertig. Das ist mein Outfit für heute und ich fühle mich total fit. Ich glaube, das liegt daran, dass ich einen Donut gefrühstückt habe. Das ist ein ausgezeichnetes Frühstück. Dann gehe ich jetzt mal los. Baby Claudio wartet bestimmt schon. Ich habe jetzt schon ganz schön lange gebraucht. Baby Julie, da bist du. Ich bin da. Ja, da bist du endlich. Ja, hallo, da bist du endlich. Komm, wir gehen raus. Tschüss, Mama Dania, bis später. Tschüss, Mama Dania. Und Baby Julie, was hast du gefrühstückt? Schau mal, ich bin doch heute mit einem coolen Wagen hier. Was ist das denn? Oh, ist das ein Eiswagen? Steig ein. Cool. Steig ein. Hey, jetzt fahr doch nicht ohne mich. Kannst du nicht einsteigen? Nein. Kannst du nicht? Oh, das ist doch... Da ist doch nur ein Sitz. Gut, dann fahren wir heute in diesen Wagen. Oh, da ist auch... Passt du da rein? Kann ich auch nicht einsteigen, Baby Claudio. Dann in den SUV? Da kann ich cool, einsteigen. Cool, oder? Also hier hinten ist echt ganz schön wenig Platz, muss ich sagen. Ja, das tut mir leid. Das hat auch eigentlich nur für mich und meine Pets gemacht. Ja, hast du einen guten Morgen? Also hast du einen schönen Morgen? Ach, es geht so... Ach, Baby Julie, hast du nicht Lust, zumindest erst zu... Nein, du fährst jetzt endlich in die Schule. Ich weiß ganz genau, dass du Donuts geklaut hast bei Mama Dania. Woher weiß... Sag das bitte Mama Dania nicht. Ach, sie weiß das doch sowieso. Du klaust dir doch ständig irgendwelche Donuts. Ja, aber Mama Dania ist halt nett. So, wir sind angekommen. Und schau mal... Natürlich ist sie nett. Bin ich nicht gut gefahren, Seilig? Das kannst du Mama Dania dann sagen. Aber jetzt hör auf. Du brauchst doch nicht die ganze Zeit Komplimente für deinen Fahrstil. Du weißt doch ganz genau, dass der nicht ganz so toll ist. Kannst du dich bitte neben mich? Dankeschön. Ja, ich bleib neben dir, Baby Julie. Ich hab Mama Dania was versprochen und ich pass auf dich auf. Danke. Oder können wir vielleicht nach hinten gehen? Dann kann Lasse sich nicht hinter mich setzen. Gute Idee. Lasse wird dir nie wieder was antun, Baby Julie. Glaub es mir, Baby Claudio ist in deiner Nähe. Okay, danke, Baby Claudio. Das ist echt lieb von dir. Ja, sehr gerne. Du hast Hunger, aber du Apfel, warte, ich bring den ab. Baby Claudio, da komm doch, Lasse, jetzt setz dich wieder hin. Okay, ich sitze. Warum musst du eigentlich den ganzen Tag essen? Ich hab Hunger und das ist gratis. Oh, und die Lehrerin kommt. Guten Morgen, Frau Müller. Guten Morgen. Guten Morgen, liebe Klasse. Es freut mich wirklich sehr, dass ich euch heute verkünden darf, dass der alljährliche Adopt-Me-Ball ansteht. Und einige aus eurer Klasse wurden tatsächlich zum Ball eingeladen, ganz persönlich. Oh Gott, Baby Claudia, glaubst du, dass wir auch eingeladen wurden? Ich meine immerhin, also ich bin ja die Tochter der Bürgermeisterin und du bist befreundet mit der Bürgermeisterin. Vielleicht sollten wir, also meinst du, wir kommen dahin? Baby Julie, also, sie hat gerade gesagt, einige wurden persönlich eingeladen. Warte, was heißt das denn? Also, werden die noch eingeladen oder wurden die schon eingeladen? Weil ich habe hier die Einladungen für die besondersten VIP-Schüler unserer Klasse dabei und werde sie gleich verteilen. Wenn ihr keine Einladung bekommen habt, dann tut es mir wirklich sehr leid, aber ich befürchte, dann werdet ihr wohl einfach aufs nächste Jahr warten müssen und versuchen, ein bisschen aufzusteigen in Adopt Me City. Oh, Baby Julie, hast du gehört? Die VIP-Schüler kriegen eine Einladung. Das sind wahrscheinlich wir beide. Setz dich hin, Baby Claudio. Ja, okay, ich setz mich hin. Aber ich freue mich einfach, weil wahrscheinlich wurden wir beide eingeladen. Ganz bestimmt, wir sind die coolsten hier. So, dann haben wir hier eine Einladung für dich und eine Einladung für dich. Herzlichen Glückwunsch, dass du es geschafft hast. Hätte ich ja wirklich nicht gedacht, Kimberly. Aber wirklich toll, dass es geklappt hat. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Wie, Kimberly hat eine Karte? Und noch eine Einladung für dich und eine Einladung für dich. Und für dich habe ich ja auch noch eine kleine Einladung. Was ist mit meiner Einladung? Die wurde, glaube ich, vergessen. Ist das wirklich gerade Ihr Ernst? Frau Müller, haben Sie nicht zufällig noch zwei Karten? Nein, das waren jetzt alle Karten, die verteilt wurden. Ich wünsche allen, die eine Einladung gehalten haben, ganz viel Spaß. Okay. Und die keine bekommen haben, gebt euch vielleicht ein bisschen mehr Mühe. Hm? Ja gut, dann wurden wir beide anscheinend vergessen. Okay, ja, vielleicht ist das einfach so. Dann ist das einfach so, Baby Claudio. Vielleicht hat ja Mama Dania eine Einladung bekommen und wir dürfen mitkommen. Ja, also ja, vielleicht. Aber gut, dass wir beide nicht eingeladen wurden.
verwundert mich schon ein bisschen, weil wir sind doch eigentlich beide sehr beliebt. Also ich bin auch echt ein bisschen traurig, muss ich sagen. Weil, naja, du weißt schon, ich wäre da echt gerne hingegangen. Ich hätte mir gerne ein schönes Kleid angezogen. Ja, ich auch. Aber Baby Julie, ich habe, glaube ich, eine Idee. Wollen nicht einfach wir beide zum Ball gehen? Wie wollen wir denn zum Ball gehen? Wir haben doch keine Einladung bekommen, du Doofdödel. Bitte Ruhe in der letzten Reihe da hinten, Julie und Baby Claudio. Ich höre euch ganz genau reden. Okay. Entschuldigung, Frau Müller, das tut mir leid. Oh, Mann. Aha, noch einmal und ich setze euch auseinander. Dann sitzt wieder Lasse neben dir, Baby Julie. Oh, nein, wir sind jetzt leise. Alles gut. Okay, komm, wir gehen mal nach Hause, Baby Claudio. Ja, los geht's, Baby Julie, komm. Baby Julie, aber das war, fand ich, schon ein Reinfall, muss ich ehrlich sagen. Ach na ja, Baby Claudio, ist doch blöd. Wenn die uns nicht einladen, dann wird der Ball doch sowieso total langweilig und blöd. Ja, ich meine, die coolsten von der Schule nicht einzuladen, das ist schon ziemlich schwach. Naja, die coolste bin immer noch ich und dann kommst vielleicht irgendwann ganz viel später du. Nein, ich bin viel länger als du auf der Schule. Ich bin der coolste. Hallöchen, Mama Danja! Hallo, Mama Danja! Wir sind wieder da! Ich habe Baby Claudio mitgebracht. Und Mama Danja, wir müssen dir was erzählen! Ja, ich setz mich mal hier hin. Ihr beiden, ich komme gleich nach unten. Setzt euch doch schon mal. Meinst du, Mama Danja findet einen Weg, wie wir da hingehen können? Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe es einfach, weil die müssen uns vergessen haben. Also ich kann mir nicht denken, dass wir nicht eingeladen wurden. Hallöchen, meine beiden Lieblingsmäuschen. Wie geht's euch? Ja, nicht so gut, Mama Danja. Es geht uns wirklich nicht so gut, Mama. Weil, also pass auf, es ist Folgendes. Wir wurden nicht zu dem blöden Ball eingeladen. Ganz genau, wir wurden nicht zum Ball eingeladen. Und ach, ihr meint ja diesen Adopt-Me-City-Ball? Ja, genau, den meinen wir. Ach, dieser Adopt-Me-City-Ball. Ja, wartet mal kurz. Da kam heute jemand vorbei, tatsächlich. Ich bin gleich wieder da. Was? Da kam jemand vorbei? Juhu, da kam jemand vorbei. Baby Julie, hast du das gehört? Baby Claudio, meinst du, Mama Danja hat jetzt doch Einladungen für uns bekommen? Ich glaube schon, weil sie meinte, da ist irgendwas gekommen. Das heißt, ich glaube, unsere Einladungen wurden einfach zu uns nach Hause geschickt, weil wir die größten VIPs auf der Schule sind, weil die... Ah, das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Das würde einiges erklären. Oh, Mama Danja, komm zurück. Psst. So, ihr beiden. Tatsächlich haben wir Einladung bekommen. Da kam heute extra jemand vorbei und hat uns sie wirklich ganz persönlich hier vorbeigebracht. Und ich dachte eigentlich gar nicht, dass ihr da so Lust drauf habt. Aber ich meine, wenn ihr wollt, dann können wir gerne zu diesem Ball hingehen, denke ich mal. Was? Baby Claudio, hast du das gehört? Wir gehen doch zum Ball. Danke, Mama Danja. Das ist wirklich der Wahnsinn. Okay, Baby Claudio, ich muss gehen. Ich muss einkaufen gehen. Einkaufen gehen? Okay, gut. Du hast bestimmt nichts Ordentliches zum Anziehen. Bis dann, Mama Danja. Bis dann, Mama Danja. Danke für die Nachricht. So gut, ich muss, glaube ich, mir was auch kaufen. Ich muss mir einen Anzug kaufen.